Herzlich willkommen, meine Freunde. Heute mal ein Video aus der freien Natur und das Ganze hat einen Grund. Ich muss sagen, ich bin wirklich ein bisschen hippelig. Ich freue mich so brutal stark, dass das endlich geklappt hat. Und ich will gar nicht lange auf Folter spannen. Da ist mein neuer Oberklasse-Transporter. Oberklasse, natürlich wegen der Fahrzeugeinrichtung, die Werkstatteinrichtung, die ich drin habe, und nicht wegen dem Auto. Das Auto ist ein Mercedes Vito, der ist 3 Jahre alt, hat gute 130 PS. Kurz nieder, die kleinste Variante, ein Dreisitzer. Aber für mich, für das, was ich mit dem Auto da möchte, absolut perfekt. Wichtig war mir die Einrichtung, die drin ist. Ich habe mich für die Fahrzeugeinrichtung der Firma Bott entschieden. Einmachen lassen habe ich mir das vom zertifizierten Händler, Rauscher Fahrzeugeinrichtungen heißt der, den verlinke ich unten einmal. Der hat mir das erstens absolut schnell, absolut zuverlässig und er hat mich halt dahingehend beraten. Ich habe ein bisschen gesagt, das und das möchte. Und dann hat der mich beraten. Und das Bot-System lässt halt einfach keine Wünsche offen. Egal, was man haben möchte. Ein paar Sachen möchte ich jetzt zeigen. Ausklappbare Haken, Schlauchhalter oder Kabelhalter. Unten also Spraydosenhalter, das hat sowieso auch jeder drin. Wer es braucht, eine Werkbank mit Schraubstock. Kommt immer darauf zu haben, ob es einer braucht oder nicht. Mir war eben wichtig, dass ich meine Festool-Systeme einbauen kann. Unten die Klappe ist mittlerweile auch typisch. Große, richtig große Schubladen, wo man Schubladenabteilungen einbauen kann. Habe ich noch nicht gemacht, weil ich das Auto gestern erst umgebaut habe. Bin ich noch nicht dazu gekommen. Was mir ganz gut gefällt, wenn man Maschinen transportieren will, das Thema Ladungssicherung ist ja nicht einfach. Das Regal hat überall diese Schienenleisten und da kann man dann ganz einfach so ein System so reinmachen. Das Gegenstück auf der anderen Seite oder die nächste Schiene und dann kann man in jeder Position das Ganze festziehen. Das finde ich ganz gut. Jetzt bin ich in die Halle reingefahren, weil ich da ein paar Dinge besser zeigen kann. Ob's das mal richtig wichtig war die Beleuchtung. Ich habe zwei LED-Streifen drin, die einmal von hier hinten und einmal vorne schaltbar sind, um wirklich etwas sehen zu können. Die LED-Streifen haben da aber auch das System, um da oben, wo es Stangenware befestigen zu können. Was mir extrem wichtig war diesmal, ich habe so ein ähnliches System früher auch schon mal gehabt. Da habe ich aber die großen Maschinenkoffern nicht reingebracht. Und ich habe doch zwei, drei Sägene, dann habe ich eins gerne. Darum habe ich mir das planen lassen, genau für diese Höhe. Und wenn natürlich nur ein Koffer drin steht, kann man das so arrangieren, dass der Koffer nicht umfliegt. Die anderen Dinge haben wieder wie gewohnt einmal eine hohe Schublade. Da habe ich dann zwei flache, diese Boxen einmal nur so zum Rausnehmen oder dann schwungvoll und dann kann man es mitnehmen. Alles natürlich beschriftbar. Das ist alles nicht neu, aber erstens unwahrscheinlich stabil. Jeder, der im Kundendienstbereich unterwegs ist, wird das zu schätzen wissen. Normale Tücher, eine Seife, da herunten spezielle Reinigungstücher, dass man so Schmier runterbekommt. Hinten im Eck unten noch eine Halterung für einen Reservekanister,
was ich auch angeschafft habe und was mir sehr, sehr wichtig war. Ich habe da hinten einen Wasserkanister mit einem Auslaufhahn, kann ich von da bedienen. Dann habe ich den Schlauch da drüber gehängt, den werde ich noch ein wenig kürzen. Erstens um vielleicht selbst die Hände oder wenn man ein bisschen was gipsen muss, habe ich halt immer ein Wasser dabei. Was ich auch sehr zu schätzen weiß, sind die langen Vollauszüge. Direkt von der Tür bedienbar, ohne dass ich ins Fahrzeug einsteigen muss. Riesengroß, kann man auch Abteilungen, Abtrennungen einbauen. Für das Nötigste, was halt am wichtigsten ist. Ein weiteres Detail waren die Sortimentsboxen. Gerade wir Elektriker haben da ja jede Menge Bedarf. Von denen habe ich einige Leerbehälter, weil die sind mir zu klein. Da habe ich dann größere. Die kann man einzeln rausnehmen für Vakuumklemmen oder ein Set. Das man zum Krimpen zum Beispiel vorbereitet. Da ist dann die Krimpzange auch gleich mit drin. Oder eine Schütte mit für den Lötkolben, wo der ganze Lötkolben reinpasst. Natürlich muss man nicht übertreiben. Ich habe jetzt da 5 Stück, das reicht. Eine ganz tolle Sache, wie ich finde, ist die Systemeinheit. Ich habe das mit in die Bot-Systeme gleich genommen. Ich habe jetzt da den Original Festool drin mit meinem Akkuschrauber. Habe jetzt da so einen Systemer. Den kann ich aber mit den verschiedenen Einsätzen bestücken, wie ich will. Das kann man so ausbrechen. Und da ist nochmal so ein Schaum. Ich kann also auch Fremdprodukte einräumen und die trotzdem super gut verstauen. Ein kleines Gimmick habe ich mir noch gegönnt. Diese Halterungen für Wasserwagen, die haben hinten und vorne, die muss man dann für die Wasserwaage passend montieren. Die haben da nämlich hinten und vorne so einen Popel drin, dass die Wasserwaage nicht nach hinten oder nach vorne schlagen kann. Also wenn ich die da so reinstecke, geht die dann an und kann nicht mehr weiter nach vorne. Ich habe die Halter natürlich für eine andere Wasserwaage montiert, die ist aber jetzt nicht da. Was natürlich auch nicht fehlen darf, ist der typische Organizer, Flaschenhalter für Unterlagen. Da drin auch mit Unterteilungen. Und das Ganze, was mir sehr gut gefällt, ist dieses Feld. Da ist ein Metall drin und ein Magnet. Flattert nichts rum. Da sind die ganzen Abtrennungen für die Schubläden. Die baue ich erst ein, wenn ich das Fahrzeugregal belade. Viele werden jetzt fragen, warum hast du das einbauen lassen? Erstens aus Gründen der Gewährleistung. Ihr wisst, was das für ein Thema mittlerweile ist, Ladungssicherung. Ich wollte da viel genug Möglichkeiten haben. Ich wollte das Zubehör passend für das System. Das ist aber alles nicht so ganz einfach. Und wenn man sieht, mit welcher Aufwand da betrieben worden ist für die Montage, das ist nicht mehr wie früher, da wo die Regale nach kürzester Zeit durch die Vibration irgendwo das Blech ausgeschlagen haben, dann hat man eine zweite Nieren rein da und dann hat man keine Ahnung. Die haben wirklich, der Boden ist neu reingekommen, das ist genau der Herr Rauscher. Hat mich da beraten, der hat das geplant, da sitzt man vor dem PC, dann sagt man, was man möchte, dann plant er das, der gibt die Fahrzeugdaten ein, dann wird der Boden genauestens gefertigt, der kommt rein, da sind von unten dann so Schienen drin, wo das Regal von unten verschraubt wird, wird das kleine auf der Seite ist an 5 Punkten mit der Wand verschraubt und mit 4 Schrauben am Boden. Das lange Regal ist 1, 2, 3 mit
sechsmal an der Wand verschraubt, sechsmal an der Wand verschraubt und 1, 2, 3, 4, 5, 5-mal am Boden verschraubt. Da kann man sicher sein, ich hab das angeschaut, sollte es da zum Unfall kommen, ist das Einzige, was wahrscheinlich überhaupt gar nicht mit dem Unfall in Berührung kommt, das Fahrzeugregal, die Ausstattung. Mir war da schon wichtig, auf der sicheren Seite zu sein. Und wie gesagt, die Gewährleistung, wenn ich das selber einbaue, kommst du als Gewerbetreibender sofort in Teufelskich, wenn du dann Angestellte mit dem Auto fahren lässt und da stimmt irgendwas nicht. Gottes Willen, das darf man auf keinen Fall an. Dann darf ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video, wenn wir das Fahrzeugregal beladen, beziehungsweise wenn ich euch zeige, wo ich alles auf Baustelle mitnehme. Danke fürs Zuschauen, für euch, Servus.